So, liebes Internet, ich setze mal die Reihe, wie man einen YouTube-Kanal erstellt, fort. Und diesmal werde ich euch erklären, wie man seinen Kanal monetarisieren kann. Und ja, bei dem Thema Monetarisierung geht es nicht hauptsächlich um Geld, sondern, was viel wichtiger ist, man bekommt neue Optionen. Denn Geld, ich weiß es nicht, ich habe es ausprobiert, ich kriege ungefähr 50 Cent pro 1000 Views. Kann man bestimmt noch besser hinkriegen über Netzwerke. Aber ja, ich nutze trotzdem bei jedem Kanal die Monetarisierung, weil ich dann ein paar neue Optionen kriege. Ich zeige euch das erstmal. Zuerst gehe ich hier auf den Videomanager und dort klicke ich einfach mal auf das erste Video, was ich mal hochgeladen habe, extra als Beispiel, um euch zu zeigen, welche Optionen euch noch fehlen, bevor ihr monetarisiert habt. Okay, dafür öffne ich ein neues Tab. Und die zwei Optionen, um die es hauptsächlich geht, wenn ihr monetarisiert habt, sind zum einen, dass ihr hier keine Thumbnails selber hochladen könnt. Und die Thumbnails sind wichtig, um die Videos einfach verführerischer zu machen, dass Leute draufklicken. Und die zweite Option, die euch fehlt, ist, dass ihr Videos nicht planen könnt. Also ihr könnt nicht im Vorfeld entscheiden, wann ein Video veröffentlicht wird. Das wird relativ wichtig, wenn ihr YouTube regelmäßig mit Content versorgen wollt. Wenn ihr zum Beispiel jeden Dienstag ein neues Video hochladen wollt. Okay, also das ist das, was euch fehlt. Ich gehe mal wieder zurück nach Uploads, weil ihr müsst euch ja nicht eure Videos angucken, was alles nicht geht. So, und unter Uploads, bei den hochgeladenen Videos, geht ihr hier auf die Kanaleinstellung. Gibt es noch viele andere Wege, die dahin führen, aber ich nehme jetzt mal diesen Weg. Und ihr seht hier, Monetarisierung ist noch nicht aktiviert und ihr seht auch zum Beispiel, benutzerdefinierte Thumbnails sind euch noch nicht erlaubt. Okay, also sprich, das ist erstmal noch grau. Und monetarisieren ist aber im Grunde total einfach. Ihr klickt einfach hier auf Aktivieren. Und klickt hier auf Konto aktivieren. Dann müsst ihr alles natürlich lesen, Wort für Wort, wie sich das gehört. Oh, es ist bei mir jetzt in Schwedisch. Ich bin gerade über das Freifunknetzwerk drin, das ist über Schweden geroutet. Das ist ja interessant. Auf jeden Fall habe ich das jetzt alles durchgelesen. Ich weiß ja, jetzt ist es auf Deutsch. Verwirrend. Egal. Ihr lest es auf jeden Fall ganz durch, weil da steht ja viel rechtlicher Fu drin. Und jetzt noch auf Deutsch hier. Jetzt bin ich verwirrt. Egal, Ende der Verwirrung. Ihr müsst hier alle drei Sachen anklicken. Ihr habt alles gelesen und dann klickt ihr auf Ich stimme zu. Und jetzt kommt der Trick, weil ihr müsst eure Videos, also ihr monetarisiert zwar euren Kanal, aber ihr müsst eure Videos nicht monetarisieren. Sprich, dadurch, dass es so wenig gibt, macht es auch wenig Sinn zu monetarisieren, weil die Gefahr, wenn ihr Werbung vor euren Videos schaltet, ist immer, dass euch eure Zuschauer abhauen. So, also, das war's schon, da ist es schon monetarisiert. Ich gehe jetzt auf die Kanaleinstellung. Dort seht ihr, dass ihr jetzt benutzerdefinierte Thumbnails hochladen könnt. Hier ist alles in Ordnung bei mir. Gut, und jetzt gehe ich nochmal auf das Video, was wir eben hatten und lade die Seite neu und zeige euch den Unterschied. Also, ihr seht hier zum einen, ihr könnt jetzt benutzerdefinierte Thumbnails hochladen und die andere Option ist jetzt hier dazu gekommen, ihr könnt also auch planen, wann ein Video hochgeladen werden soll. Okay, ich werde das noch nicht machen, weil das Video war nur ein Dummy-Video, um euch zu zeigen, wie das geht. Okay, das war's mit diesem Tutorial. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr YouTube mit eurer Webseite verknüpfen könnt. Also, bis zum nächsten Mal.